1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Abteilung! Halt! Mero! Hier! Ich hab nichts gehört! Hier! O'Hara! Hier! Gonzales! Hier! Esposito! Hier! Johnson! Anwesend! McKinley! Der ist pissen! McKinley! Was sagt er noch? Der musste mal pissen! Es fehlen noch 4 Häftlinge. Sieh mal nach, was da hinten los ist. Ja, zu Befehl! Was ist denn? Schlaf dich rein! Aufsteigen! Hörst du, Armleuchter? Scheißkerle! Ein lausiger Haufen ist das wieder mal. Ah, da kommen wir noch, 2 Herrschaften. Na, zeig mal her. Was glaubst du, was sie mit uns machen werden? Was sind das für 2? 2 verdammte Hurensöhne. Der eine ist desertiert und der Neger hat einen umgelegt. Mach dir nicht gleich in die Hosen. Ich pass schon auf dich auf. Lasst sie passieren! Verdammte Sauerei ist das. Uns schicken sie an die Front und dann reißen uns den Arsch auf. Die Herren Deserteure kommen in ein Erholungslager. Die haben es doch viel besser als wir. Warum desertieren wir nicht auch? Der Unterschied ist, die werden auf jeden Fall erschossen. Bei uns steht es 50-50. Die und erschossen. Die nehmen sich ein paar gute Anwälte und die ziehen die Verhandlungen eben so lange raus, bis der Krieg vorbei ist. Na los, raus! Was ist? Soll ich euch erst Beine machen? Wird's bald? Oder braucht ihr eine schriftliche Einladung? Vorwärts, vorwärts! Noch so ein dreckiger Deserteur. Zum Kotzen seid ihr. Alter, kümmere dich nicht um das Arschloch. Arschloch, das sagst ausgerechnet du, was? Ein Drecksnigger. Du bist doch nicht mehr als ein Scheißhaufen von einem Weißen. Du wirst lachen. Ich bin hier, weil ich so einen Wichser wie dich erwürgt habe. Eigentlich könnte ich dich auch noch umlegen. Die können mich nur einmal einbuddeln. Los, beweg dich. Was ist da los? Ein kleines Blauerstündchen oder was? Wir warten auf euch. Auch einer, der glaubt, das ist eine Urlaubsreise. Canfield! Meine Verehrung, Sergeant. Keine Vertraulichkeiten. Aufsteigen. Bejzat! Soll ich dir Beine machen? Du hast wohl jetzt schon die Hosen voll. Hey, Tony. Tony, nimmst du für deine Erschießung noch Betten an? Ein Kumpel von mir hat mir den Tipp gegeben. Er meint, die Chancen für dich stehen nicht schlecht. Dein Freund ist gut informiert. Ich bin auch jedes Mal wieder rausgekommen. Duftend und unberührt, wie eine frische Lilie. Wir stehen jetzt 3-1 gegen dich. Also was ist? Wir sind $20. Wenn sie dich nicht erschießen, schuldest du mir 60, okay? Und wenn sie mich erschießen, hast du mit Zitronen gehandelt. Hey, Tony, was hast du denn diesmal ausgefressen? Oh, nichts Besonderes, ganz harmlos. Ich habe eine Puppe vergewaltigt und dann habe ich ihren Mann umgelegt. Den 20er bin ich los. Schneller! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Hier will ich die Späße noch austreiben. Was hast du da drin? Nur persönliche Sachen. Durchsuchen. Wie heißt du? Niccolo Santi, Herr General. Halt euch, wir wollen hier nicht übernachten. Und das? Gehört das auch zu deinen persönlichen Sachen? Wenn du glaubst, du kannst uns auf den Arm nehmen, dann bist du hier an der falschen Adresse. Sergeant. Ja, Lieutenant. Alle Häftlinge auf den Wagen. Aber warten Sie noch einen Augenblick. Einer fehlt noch. Ein ganz besonderes Ass. Jäger. Er ist aber nicht auf der Liste. Es ist ein Offizier. Ein Offizier? Richtig. Mit denen da zusammen? Ja, mit denen zusammen. Wie er aussah, so holen wir ihn ab. Ich freue mich, dass ein Offizier bei dem Transport ist. Das hebt das Niveau. Wer ist es denn? Lieutenant Robert Jäger vom 2. Bombergeschwader. Und was hat er ausgefressen? Er sollte ein Munitionslager bombardieren, aber er wollte die Zivilbevölkerung schonen und hat die Bomben über einen Flugplatz abgeworfen. Pfui, Teufel. Die Operation ist trotzdem gelungen, aber Befehlsverweigerung bleibt Befehlsverweigerung. Lieutenant Jäger? Ja? Hier entlang. Ihr könnt wegtreten. Thank you.
Können Sie mir mal sagen, wie spät es ist, Sergeant? Wozu denn? Du hast es wohl eilig, erschossen zu werden, was? Ihr verdammten Dreckskerle, wer hat meine Uhr geklaut? Habt ihr nicht gehört? Ich will wissen, wer meine Uhr geklaut hat. Ich gebe euch genau 30 Sekunden, um meine Uhr wiederzufinden. Ich hoffe, der ehrliche Finder bekommt doch einen Finderlohn, ne? Das werdet ihr mir teuer bezahlen. Alle! Verfluchte Scheiße, was ist denn hier schon wieder los? Wir haben einen Platten. Ausgerechnet hier muss der Reifen in den Arsch gehen. Zwei von euch runter! Reifen wechseln! Runter mit euch beiden, los! Ein bisschen schneller! Du warst auch gemeint, Canfield! Was ist das für ein Ton? Man sagt wenigstens bitte. Also gut. Wie du willst. Entschuldigen Sie bitte. Wechsle den Reifen, Canfield. Bitte! Hey, was soll das? Was machst du da? Ich muss pissen, Sergeant. Dann piss von mir aus die Hosen voll. Aber die Arbeit wird nicht unterbrochen. Ich muss aber wirklich pissen. Na, dann piss ihn doch an. Er hat ja nicht gesagt, welche Hose du vollpissen sollst. Steht nicht so dumm rum, haltet lieber die Augen offen. Es könnte ein Deutscher in der Nähe sein. Passt Ihnen was nicht, Lieutenant? Das hier ist mein Orchester. Und hier schwinge ich den Taktstock. Die Muttern sitzen fest wie die Wand. Noch nicht fertig, ihr Lahmärsche! Los, beeilt euch! Ihr habt keine Lust, hier als Zielscheibe für die Deutschen rumzustehen. Wie lange bist du schon bei diesem Verein? Na, hast du es endlich? Steigt auf und macht die Klappe zu. Wir fahren weiter. In den Deckung! Runter mit euch! Wir wollen nur in Deckung gehen. Hören Sie mit der Knallerei auf! Ich knall jeden ab, der sich von Deckung unterwegs. Ich hab den Befehl, euch zum Lager zu bringen und ich bring euch hin. Und wenn ich lebe, dann das Leichen. Oh.
Los, Jungs, werft eure Knarren weg und versucht nicht, die Helden zu spielen. Und ein bisschen Glück braucht der Mensch. So, und jetzt verabschiedet euch. Marsch! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Hopp, hopp, bewegt euch ein bisschen. Gut so. Und ein bisschen mehr Verwegenheit im Gesicht, wenn ich bitten darf. Ja, so ist gut. Nehmt's nicht so tragisch, Jungs. Und weiter, Marsch! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Links, rechts, und immer geradeaus. Und jetzt, Jungs, Abteilung auflösen. Und nun ab nach Hause, ihr habt unbegrenzten Urlaub. Ja! Lauft, Freunde, eure Bräute suchen sich sonst Ersatz. Hey, die Idee ist spitze, nichts wie los. Renfield, warte, ich komm mit dir. Hey, wir haben noch zwei Plätze frei, kommt schon. So, jetzt werde ich erstmal meine gewonnenen Wetten einstreichen. Du bist so bescheuert, damit sie dich gleich wieder kassieren. Wir können dich nicht alleine reisen lassen. Komm, wir fahren mit. Ja. Hey, Lieutenant! Also, habt ihr es euch doch überlegt? Na, Einigkeit war stark. Kommt mit auf den Laster. Von mir aus auch auf den Laster. Hey, Lieutenant, warte! Hey! Lass uns doch nicht im Stich lassen! Lieutenant, unsere verdammte Kompanie von Schlappschwänzen meldet sich zur Stelle. Und da du der ranghöchste Schlappschwanz bist, unterstellen wir uns deinem Kommando. Okay, Jungs. Wohin geht's denn? Ach, ich würde vorschlagen, in die Schweiz. Dort sind die Leute so schön bescheuert. Außerdem sind alle anderen Länder im Krieg, aber die gute alte Schweiz fabriziert weiterhin Schokolade. Also, dann stimmen wir ab. Wer ist für das Projekt Schweiz? Ja, ich stimme für Schokolade. Also, einstimmig angenommen. Ach, leck mich am Arsch, wie soll ich die Scheißkarre reparieren können, wenn ich kein Werkzeug habe? Gib dir ein bisschen Mühe, du schaffst es schon. Du musst dir bloß vorstellen, dass du eine Braut knackst, hä? Hey, Jungs, habt ihr etwa Probleme? Wenn ihr was nicht wisst, fragt ruhig. Oh, der hat ja eine ganze Reparaturwerkstatt bei sich. Was nicht, du rein zufällig, ein Zwölferschlüssel und Isolierband, hä? Aber selbstverständlich. Italo, gibt's irgendwas, was du nicht hast? Ausgeschlossen. Sag mal, hast du bei Ford eingebrochen? So ungefähr. Und welche Ware könntest du nicht liefern? Naja, Bräute. Ich hab zwar einen Katalog, aber kein Original. Wenn ihr irgendwas braucht, sei es eine Sicherheitsnadel oder ein Panzer, wendet euch vertrauensvoll an die Firma Nicola Santi. Ich habe alles am Lager. Nägel, Schrauben, Spaghetti, Salami, Uhren, Seilstrümpfe, Strumpfbänder. Ah! Scheiße. Scheiße. Feuer! Es regnet, geht in Deckung. Das ist schon kein Regen mehr, das ist schon eher Hagel. Und was für ein Hagel? Ab in die Büsche, Brüder! Hey, Bill! Ist bescheuert! Weg hier! Reiß dich am Riemen! Ja, komm schon! Ich kann nicht, ich halte das nicht aus! Ich habe keine Angst, nein, wirklich nicht. Aber der Lärm von diesen Granaten zerfetzt mir das Trommelfell! Deshalb bin ich desertiert. Glaubt mir, ich bin kein Feigling. Komm jetzt, Bill. Komm. Gut. Komm schon, Nick. Jo, jetzt schön lächeln. Nick. Bye, bye. Ich komme. Ich eile. Ich fliege. Was meinst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Das werden wir gleich wissen. Ich sehe mal nach, gib mir Feuerschutz.
wette 10 zu 1, dass da drin Deutsche sind. 10 zu 1, okay. Juka! Komm, Junge, rück raus, die Mäuschen. Oh, du hast eine Menge Kohle. Pfoten weg, komm nicht auf die Idee, mich zu beklauen, sonst hack ich sie ab. Wir können uns ungefähr eine Stunde ausruhen. Feines Hotel hier, hm? Nick, rück mal was zu essen raus. Okay, okay. Reichen 5 Gänge etwas Rotwein und Cognac? Nein, für mich bitte nur Champagner, eisgekühlt. Ich habe solche Hunger, dass ich gleich einen Ballen Stroh fresse. Hey, seid bloß vorsichtig, Jungs. Wenn Bongo Bongo Hunger hat, heißt das, wir müssen den Arsch einziehen. Wenn seine Vorfahren sagten, wir haben Freunde zum Essen eingeladen, dann hieß das, die kamen auf den Grill. Stimmt's? Hey, Bongo, auf wen von uns hast du am meisten Appetit? Du hast ja eine Auswahl wie im Feinkostladen. Vielleicht Burr? Soll der dir schmecken? Gefällt er dir? Das ist Kalbfleisch. Jung und zart. Hör auf, Toni. Reiz mich nicht, du Kakerlake. Früher in Chicago gehörte ich zu Bob Costellos Bande. Und die Nigger durften die Klos scheuern. Und die geilen Negernutten, die... Ich hab dich gewarnt. Noch einen Schritt näher und ich schneide dich mitten durch wie eine Melone. Ich finde, das reicht jetzt. Ihr könnt euch weiter streiten, wenn der Krieg zu Ende ist. Ist das klar? Ladies and Gentlemen, darf ich zu Tisch bitten? Oh, nein, nicht schon wieder dieses ekelhafte Zeug aus der Dose. Du isst zwar nicht aus der Dose, aber dafür scheißt du dir in die Hose, Euer Exzellenz. Danke, Nick. Die Letzten werden die Ersten sein, wie mein schwachsinniger Großvater sagte. Na, macht einen Dollar. Habe ich Kredit? Okay. Was macht dann 4 Dollar mit Zinsen? Halt ab, Schneider. Danke, Lieutenant. Ich wollte ihm nichts tun, aber ich hätte beinahe die Beherrschung verloren. Der Kerl ist eine richtige Filzlaus. Wir sitzen im selben Boot, fressen dieselbe Scheiße und trotzdem gibt es immer noch Idioten, die glauben, sie wären was Besseres, nur weil ihr Arsch ein bisschen heller ist. Hey, Nick. Hast du mal ein bisschen Salz? Salz? Ja. Das soll Salz sein? Pfeffer? Nein, nein, danke. Wer weiß, wo du den wieder herholst. Und da wundert man sich, wenn es immer wieder Krieg gibt. Da können nicht mal 4 Armleuchter miteinander auskommen. Wie sollen es dann ganze Völker? Hey, Tony. Ja? Warst du wirklich bei Bob Costello? Na klar, Mann, ich war seine rechte Hand. So viel ich weiß, hat er sich mit der rechten Hand den Arsch abgewischt. Deshalb riechst du so komisch. Ah. Nein, mit der rechten hat er die Mäuse gezählt. Und weil sie so klebrig war, blieb genug dran hängen. Man muss nur ein bisschen clever sein. Lieutenant, ist es noch weit bis zur Grenze? Nein, ich glaube nicht. Aber wir haben ja eine Karte. Wir sind jetzt ungefähr hier. Es gibt da scheinbar 2 Möglichkeiten. Eine durch den Wald und die andere hier entlang. Ja, das müsste stimmen. Zuerst müssen wir runter bis zu dieser Ortschaft. Wie heißt das? Elsendorf. Und dann müssen wir... Bist du allein? Ja. Ich war in Gefangenschaft. Und bin geflohen. Und?
Ich bin nicht bewaffnet. Wie heißt du? Ich bin Obergefreiter Armin Sachs. Waffennummer 1040. Wenn du versuchst, uns aufs Kreuz zu legen, dann wirst du abgeknallt. Lass ihn in Ruhe. Ich glaube, dass er die Wahrheit sagt. Spiel nicht den wilden Mann. Nachdem er auch getürmt ist, haben wir von ihm nichts zu befürchten. Komm darüber. Geh zur Wand. Aber langsam. Ich hab gewonnen, Nick. Meine 10 Dollar und noch einen dazu. Hab doch gesagt, dass in diesem Haus verdammte Deutsche sind. Jetzt, wo ich gewonnen habe, brauchen wir ihn nicht mehr. Das würde ich an deiner Stelle lieber lassen. Wieso? Wir können nichts mit ihm anfangen. Du bist ein Idiot. Er könnte uns zum Beispiel sagen, wie wir am besten zur Schweizer Grenze kommen. Also was ist? Plauder mal ein bisschen. Soviel ich weiß, sind alle Dörfer hier in unserer Hand. Der Weg durch den Wald ist zwar länger, aber dafür auch sicherer. Danke, Armin. Siehst du, ich habe mir doch gleich gedacht, dass er uns nützlich sein kann. Wenn es ums Umlegen geht, dann bist du verdammt schnell, was? Sei vorsichtig, Sauerkrautfresser. Versuch nicht, uns reinzulegen. Ich habe einen nervösen Finger. Der Weg wäre länger, aber sicherer. Diese Scheißkerle! Durch diese Lichtung kommen wir nicht durch, ohne dass deine Freunde uns sehen. Okay, wie du weißt, gibt's immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden von unseren Leuten erschossen oder von denen da. Die erste Gruppe! Komm auf! Marsch, marsch! Und passt auf Minen auf! Nicht, dass ihr euch selber in die Luft jagt! Mein Gott, ich hab die Schnauze voll. Was ist? Ich hab diesen verdammten Krieg satt. Rat mal, wer noch? Alle ausschwärmen und bleibt in Deckung! Habt ihr gehört? In Deckung bleiben! Auch wenn's dem Lieutenant nicht gefällt, bei der ersten Gelegenheit puste ich dich um. Wie du aussiehst, willst du sicher noch mal beten, also beeil dich. Es wäre sehr unüberlegt, mich abzuknallen. Ich verstehe zwar, dass es euch Spaß macht, mich umzulegen, aber was habt ihr davon? Nicht dumm, der Kleine. Mich hat er überzeugt. In Deckung gehen, hinter die Karren und zieht die Ärsche ein. Die erste Gruppe besetzt die linke Seite, die zweite die rechte. Marsch, marsch! Feuer! Alle kommen! Was ist? Wollen wir nicht mitmischen? Ich habe keine Lust, ich find's gemütlich hier. Hast du gesehen? Ich glaube, der Krieg scheint dir doch Spaß zu machen. Ja. Na gut, dann werde ich auch ein bisschen mitspielen. Hey, sei vorsichtig, die Brüder ballern zurück. Ich hab Angst. Mann, halt die Klappe! Mit deinem Gefasel machst du uns nervös. In die Hosen scheißen ist das Dümmste, was man in so einer Situation tun kann. Hast du verstanden? Ich hab nichts gehört. Aber, ja, Lieutenant. Ich hab verstanden. Achtung! Partisanen! Den Scheiß krieg auch die Schnauze voll. Sieger gibt's sowieso keine. Und wenn alles aus ist, dann... Halt die Schnauze! Erspar uns dein Gesabber, du Pfeife! Hab die Waffen weg! Gibt's noch einen anderen Weg zum Dorf? Nein. Ich hab doch gesagt, dass wir dir nicht brauchen. Du hast auch gesagt, dass ich das Kommando habe. Ich bin gespannt, wo du uns jetzt hinführst. Aber ich kenne mich hier auch nicht so gut aus. 2 Kilometer von hier ist ein Dorf, das ist völlig verlassen. Wir können erst mal dahin gehen.
Unsere Freunde von der Luftwaffe haben ganze Arbeit geleistet. Mal sehen, ob noch irgendwas Fahrbares ganz geblieben ist. Den habe ich gekannt. Gestern habe ich ihn noch gesehen. So schnell geht das manchmal. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Du wirst ihm bald Gesellschaft leisten. Würdest du es schaffen, diese Papiere zu fälschen? Ja. Was für eine Frage. Ich habe schon als Sechsjähriger meine Zeugnisse frisiert. Hier ist alles, was wir brauchen. Genau. Ist das für eine Karte? Scheint eine deutsche zu sein. Glaube ich auch. Die ist von dieser Gegend hier. Die Kiste hier hat ihren Geist auch aufgegeben. Hey, Bill, versuch's mal mit diesem Jeep da. Habe ich schon probiert. Nichts zu machen. Jetzt komm, du Dreckskarre, spring schon an. Tu mir den Gefallen. Vielleicht versteht er dich nicht, du musst lauter reden. Ach, hat keinen Zweck, die Kiste ist völlig taub. Hey, aber der da hinten, der sieht aus, als ob er noch in Ordnung wäre. Er soll in Ordnung sein? Da ist nicht mehr ein Reifen ganz. Ja, wenn es nur die Reifen sind, die kann man ja wechseln. Hey, was sagst du jetzt? Die Karre läuft! Hey, alles einsteigen! Ab geht's! Unser Angsthase hat einen Wagen gefunden, der noch läuft. Er ist ja doch noch sowas zu gebrauchen. Auf dem Laster da drüben gibt's Uniformen und was zu essen. Du siehst aus wie eine verbrannte Kartoffel. Worauf wartet ihr noch? Zieht euch um und dann alles auf den Wagen laden, was wir brauchen. Sag mal, Lieutenant, aus was für einem Kaff kommst du eigentlich? Auf mich wirkst du wie ein Bauer. Du liegst wieder mal falsch, wie meistens. Ich komme aus Boston. Woher kommst du? Aus Boston. Sieht man dir gar nicht an. Dann kommst du wahrscheinlich aus einer stinkreichen Familie. Jetzt liegst du sogar richtig. Ich habe eine klasse Idee für uns. Ich weiß ganz zufällig, dass es keinen einzigen Spielclub in Boston gibt. Du könntest doch bestimmt 200 Mille investieren. Ich leite den Schuppen und wir machen halbe-halbe. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit dir ein Geschäft machen würde. Ach du Scheiße, eine deutsche Sperre. Hey Bongo, versteck dich. Dass du ein Deutscher sein sollst, glauben die nie. Keine Angst, die Papiere sind echter als die echten. Na dann, toi toi toi. Was kann ich für Sie tun, Unteroffizier? Bitte Ihren Marschbefehl, Herr Hauptmann. Ach, tut mir einen Gefallen und beeilt euch. Ja. Gegend hier, was? Ja, nicht schlecht. Trotzdem bin ich verdammt froh, wenn wir in der Schweiz sind. Ja, ich auch. Hey, Nick! Hast du was gefangen? Halt doch mal einen Moment die Klappe, vielleicht fange ich dann was. Beeil dich, ich hab Hunger. Ja. Ich lach dir auf. Toni! Toni! Was ist denn los? Spinnst du? Vielleicht spinne ich wirklich. Ich habe zwei Bräute gesehen. Komm! Hey, was ist los? Warum fischt ihr nicht mehr? Ich hab später, Hunger. Kleiner. Erst wird gejagt. Versteck dich, Toni. Wenn die dich sehen, erschrecken die sich zu Tode. Nimm du lieber deinen Arsch runter. Ein Anblick für Götter. Ich hatte schon ganz vergessen. Richtige Frauen mit Titten und schönen runden Ärschen. Ich werde verrückt. Machtshelferinnen sein. Na und, wir sind doch jetzt auch Deutsche. Richtig. Das hatte ich ganz vergessen. Jetzt brauchen Sie nur noch stehen zu halten. Das werden Sie schon. Komm. Au!
auch noch da! Aber Herr Rolle, Herr Rolle! Du musst uns die Tür vom Wasser hin! Raus aus dem Wasser! Los, schnell! Komm wohl auf! Scheiß Weiber sind das! Wenn der Trottel den Mund gehalten hätte, hätte ich los, statt dass sie mich zum Schuss kommen lassen. Die waren ja schon so weit. Was denn los? Da unten gibt's einen Haufen wunderschöner, nackter Weiber. Was machen die da? Aber was sollen die da schon machen? Wo kommen die denn her? Ich war kurz vor der Verlobung, da taucht dieser Kämpfer. Also waren die Schüsse von den Weibern. Was? Die sieben Zwerge. Wahrscheinlich suchen sie ihr Schneewittchen. Ich wette, die wollen uns Ärger machen. Nicht schießen. Ich gehe mal hin und frag, was die wollen. Was werden die schon wollen? Uns selbstverständlich. Das ist kein Spähtrupp. Sonst wären es mehr, nicht nur die paar Figuren. Du hast recht. Aber die sind sicher nicht blöd. Die werden dich fragen, was du in dieser Gegend suchst. Dann sage ich einfach, dass mir das Benzin ausgegangen ist. Ich habe hier übernachtet. Die werden das nicht fressen. Die glauben das. Ich bin Deutscher. Entweder sie geben mir Benzin oder sie sagen, dass ich mit ihnen fahren soll. Ich glaube, du solltest diesem Deutschen nicht trauen. Also gut. Dann geh. Ich hab's doch gleich gesagt. Es war schwachsinnig, den Wagen dort stehen zu lassen. Es sind Amerikaner! Ich wäre verrückt. Wie hat mir in meiner Sammlung noch gefehlt? Wie geht's dir, du Feigling? Ach, danke, den Umständen entsprechend. Ach, das ist halb so schlimm. Die Kugel hat dich bloß gestreift. Das haben wir gleich. Hier. Ich hab dir doch gesagt, dass man dem Kerl nicht trauen kann. Hm.
Du hast es überlebt. Soll ich dir verraten, was ich mit dir machen werde? Wer ist das? Wer das ist? Meine Verlobte. Aber ich bin nicht eifersüchtig. Hände hoch und keine Bewegung. Was wollt ihr von uns? Wir sind Amerikaner. Sehen wir vielleicht aus wie... Wir sind Amerikaner! Oder sieht der Schwarze vielleicht wie ein Deutscher aus? Klar, Joe Louis, Jesse Owens, Rita Hayworth. Wir wissen, dass ihr keine Deutschen seid. Na Gott sei Dank. Wir haben euch schon eine Weile beobachtet. Wer von euch ist Lieutenant Sykes? Der da. Der da? Ja. Er hat das Kommando. Guten Tag, ich bin Veronique. Tag, ich bin Lieutenant Sykes, wie Sie schon wissen. Sie haben was für mich. Vielleicht. Hier, ich hab's schon gefunden. Ah. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Wir haben schon befürchtet, dass wir es nicht schaffen werden. Wir haben schon seit 2 Tagen auf euch gewartet. Gestern Abend haben wir dann den Motorenlärm gehört. Haben Sie denn nicht unsere Lichtsignale bemerkt? Wir waren nicht ganz sicher. Wir wollten in keine Falle laufen. Ah. Heute Morgen haben wir Schüsse gehört. Wart ihr das? Ja, wir wurden von Deutschen überfallen. Einer unserer Männer ist verletzt. Ah. Der dort. Und die anderen? Was ist mit den anderen? Die anderen? Wir sind die Einzigen, die übrig geblieben sind. Die Operation wäre schon mit 7 Männern schwierig gewesen. Ja, richtig. Aber jetzt, wo ihr nur noch 5 seid, wird's verdammt hart. Na, mal sehen. Colonel Bruckner entscheidet alles Weitere. Ja, natürlich. Colonel Bruckner wird schon richtig entscheiden. Ja. Also, können wir gehen, Lieutenant? Ja, gehen wir. Lieutenant, Sie und Ihre Männer werden da drüben in dem Zelt einquartiert, wenn es Ihnen recht ist. Okay. René, kümmere dich um Sie. Also los, komm. Tony, du gehst vor. Dann Nick. Du kommst mit. Canfield. Du kommst mit mir. Wir werden uns mal um deinen Arm kümmern. Marcel. Ja, was ist? Komm mal her und hilf mir. Na, gleich. Ich hoffe, ihr habt einen guten Arzt. Keine Angst, der wird dir schon nicht den Hals abschneiden. Nicole, kümmere dich um unseren Freund. Los, geh schon rein, du wirst nicht aufgefressen. Geh schon. Also, wie ich ganz sehe, verwechseln uns die Franzosen mit denen, die wir erschossen haben. Und das waren auch Amerikaner. Klar, Armin hat doch gerufen, Amerikaner. Er wollte uns doch nicht reinnehmen. Wir haben unsere eigenen Leute umgelegt. So eine Scheiße. Das konnten wir ja nicht ahnen. Die hatten ja deutsche Uniformen an. Aber sie sind nicht die Einzigen, die sinnlos gestorben sind. Also, wenn er mich fragt, ich find's völlig verrückt, was ihr da vorhabt. Aber ich hoffe, dass Colonel Bruckner weiß, was er tut. Das hoffe ich auch. Aber jetzt wäre es auch zum Umkehren zu spät. Ganz recht. Jetzt müssen wir weitermachen. Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Über eines zerbreche ich mir schon die ganze Zeit den Kopf. Und das wäre? Warum habt ihr für diese Operation ausgerechnet einen Farbigen mitgenommen? Ach. Ach, Sie meinen unseren Freund Canfield? Ja. Keine Ahnung. Fragen Sie doch Colonel Bruckner, er wird's wissen. Ich habe eben mit Veronique gesprochen, wir werden nicht in die Schweiz gehen. Wir warten hier auf Bruckner und sagen ihm die Wahrheit. Die Vorstellung, bis an unser Lebensende in der Schweiz unter falschem Namen zu leben, finde ich nicht sehr verlockend. Ihr vielleicht? Ich finde, wir könnten ruhig wieder ein bisschen kämpfen, meint ihr nicht auch? Naja, wir werden endgültig darüber entscheiden, wenn dieser Bruckner da ist. Du scheinst ja nicht sehr begeistert zu sein. Hä? Wir zwei würden dort gute Geschäfte machen. Mit dir mache ich kein Geschäft. Los, macht die Scheinwerfer und die Feuer an! Halt euch!
Absprung! Schnell, helft ihm! Und faltet den Fallschirm zusammen! Veronique erwartet Sie da drüben. Es ist bald wieder Herbst. Und die Blätter fallen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Colonel. Ich bin Veronique. Ich freue mich auf Veronique. Lieutenant Sykes ist auch hier. Die anderen sind im Lager geblieben. Ah, hallo, Jim. Colonel. Wie geht's den anderen? Er staubt die Sachen und macht die Feuer an. Aber das hier ist nicht Colonel Bruckner. Ich würde Sie gern einen Moment unter vier Augen sprechen. Natürlich. Ich bin neugierig, was Sie mir zu sagen haben. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das wäre alles, Colonel. Eine feine Geschichte. Diese Männer waren alle Spezialisten, ausgebildet für diese Operation. Sind Sie sich darüber im Klaren, was Sie damit angerichtet haben? Aber Sie trugen deutsche Uniformen. Und jetzt bieten Sie mir als Ersatz Ihre sauberen Freunde an? Einen Haufen Deserteure. Und Mörder. Und Diebe. Einer bestiehlte der tote Kameraden. Was ich davon halte, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Und Sie erwarten von mir, dass ich mich auf solche Leute verlasse? Colonel, entschuldigen Sie bitte, mein Bruder ist Lokomotivführer bei Union Railways. Ich habe ihm oft bei der Arbeit zugesehen. Ich kann eine Lokomotive fahren. Colonel, ich garantiere Ihnen, dass wir es schaffen. Ich spreche fließend Deutsch. Und diese Männer haben bewiesen, dass sie im Kampf nicht die Nerven verlieren. Sie dachten sich wohl, dass sie mit diesem billigen Trick die Ehre ihres Räuberhaufens wiederherstellen können. Aber da haben sie sich geirrt. Na schön. Das Einzige, was ich Ihnen zusagen kann, ist ein Erschießungskommando. Und zwar ohne lange Umstände. Tut mir furchtbar leid, Colonel. Ich bin meinen Männern verpflichtet und ich habe versprochen, sie in die Schweiz zu bringen. Und das werde ich auch tun. Gut, dann erschießen Sie mich. Hey du, hast du das gesehen? Was soll das bedeuten? Wo wollen die hin? Das fragst du mich, das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat sich irgendwas an ihrem Plan geändert. Einen Moment bitte, Colonel. Entschuldigen Sie bitte, aber Veronique wird mich fragen, wo Sie hingehen. Was soll ich ihm sagen? Wir sehen uns ein bisschen um. Danke, ich weiß Bescheid. Bis nachher. Bis nachher. Hey, beeilt euch ein bisschen. Was machst du denn da? Du sollst arbeiten, träumen kannst du nachts. Ihr sollt euch beeilen, habe ich gesagt. Also, wir haben den Auftrag, einen Zug anzugreifen. Und dieser Wagen ist unser Hauptziel. Es ist ein fahrbares Labor und in diesem Labor sind Prototypen der Raketenköpfe V2. Unsere Aufgabe ist es nun, wenigstens ein Zielgerät unversehrt in die Hand zu bekommen. Die Deutschen benutzen einen ganz gewöhnlichen Zug, sogar mit einer alten Lokomotive, um den Transport unauffällig zu machen. Aus demselben Grund benutzen sie auch diese Strecke, die eigentlich schon seit langer Zeit außer Betrieb ist. Hier am Bahnhof von Bouillet werden zwei Männer in den Zug steigen. Es sind Experten für Ballistik. Jäger und ich werden die Rollen dieser Experten übernehmen. Die Experten sind dann bereits in den Händen der Partisanen. Wenn der Zug hier angekommen ist, werden Tony und Burl natürlich mit Hilfe der Partisanen die Brücke in die Luft sprengen. Diese hier. Der Zug kann natürlich nicht weiterfahren und muss zurück bis zu dieser Weiche, um dann auf diese Strecke hier auszuweichen. Ihr benutzt die Verwirrung, die die Sprengungen ausgelöst haben, um auf den Zug zu springen. Burl überwältigt den Lokomotivführer und Tony wird die beiden letzten Waggons mit der bewaffneten Eskorte abkoppeln. Die Partisanen von Veronique werden inzwischen den Bahnhof von Pont-Mousson besetzt haben und den Zug hierher in Richtung der amerikanischen Linien umleiten. Sie, Canfield, werden bei der Gruppe sein, die die V2-Rakete hinter die amerikanischen Linien bringt. Sie ist 8 Meilen entfernt. Was, 8 Meilen? Ich hoffe, ihr gebt mir das Geld für das Taxi wieder. Noch irgendwelche Fragen? Vielleicht sagen Sie mir, was ich dabei für eine Rolle spiele. Ich glaube, ich habe es wieder vergessen. Als erstes müssten Sie einige Papiere für uns fälschen. Dann fahren Sie mich und Jäger zu diesem Punkt. Wenn wir eingestiegen sind, geben Sie über Funk das Kommando zum Beginn der Operation. Wenn also die Partisanen von Ihnen kein Kommando bekommen, nehmen Sie an, dass die Operation misslungen ist und Sie werden... Bang! Haben Sie noch Fragen, meine Herren? Wann wird's losgehen? Der Zug kommt morgen um 13.10 Uhr in Bouillet an. 5 Kilometer vor Bouillet fangen die Partisanen den Wagen mit den deutschen Ballistikexperten ab. Oh, oh! Hey, kannst du nicht aufpassen, du blöder Hund, du! In Deckung, Überfall! Kommen Sie rein! Wir gehen weiter! Was wollen die von uns? Jäger,
den Wagen weg! Papiere bitte. 16, 8, 80 cm Abstand, halt die Armleuchter. Eisen halten. Links, links, links. 2, 3, 4. Alles in Ordnung. Kann passieren. Hoffentlich hat keiner der Soldaten die Experten persönlich gekannt. Sonst haben wir Pech gehabt. Leutnant, stellen Sie die Mannschaften für die Wagen zusammen und lassen Sie einsteigen. Zu Befehl, Hauptmann. Also alles zum Einsteigen fertig machen. Das Labor ist eine Festung. Gruppe Müller in den hinteren Wagen. Alle anderen verteilen sich auf die vorderen Wagen. Aber wir schaffen es. Heil Hitler. Heil Hitler, Ihre Ausweise bitte. Alles in Ordnung, Sie können einsteigen. Bitte sehr. Danke. Danke. Herr Major? Bitte. General? Major Ritter? Major Schäfer? Guten Tag, meine Herren. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr General, wir würden lieber gleich mit der Arbeit anfangen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Major, aber niemand darf das Labor betreten, bevor der Zug abgefahren ist. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich darf niemand in das Labor, bevor wir losgefahren sind. Natürlich. Natürlich. Erste Abteilung! Einsteigen! Zweite Abteilung! Waffen aufnehmen! Dritte Abteilung! Hallo! Hallo! Vierte Abteilung! Einsteigen! Hilf bringt die ersten Abschwänze! Wie lange soll denn das noch dauern? Jawohl! Das ist doch kein Sonntagsausflug mit Oma und Kindern! Das ist ein bisschen schneller! Wir haben die Station verlassen. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Wir empfangen euch gut. Danke. Hallo. Hallo. Scheiße, was ist denn da los? Der Kerl antwortet nicht. Hallo. Wie ist weiter? Hallo. Wahrscheinlich ist am Bahnhof was schiefgegangen. Der Zug mitten auf der Brücke ist. Dann sprengen wir ihn in die Luft. Herr General, können wir jetzt vielleicht rüber ins Labor gehen? Natürlich. Aber zuerst muss ich Sie bitten, die Waffen abzulegen. Nur eine Formalität. Aber selbstverständlich, Herr General. Eine Formalität. Abkommandiert. Ich dachte, hier schiebe ich eine ruhige Kugel. Major Schäfer? Ja. Major Richter? Ja. Ich bin Oberst Hauser. Oberst Brenner ist drüben in der Dunkelkammer. Er wird sicher gleich rauskommen, um Sie persönlich zu begrüßen. Aber setzen Sie sich doch. Er hat mir erzählt, meine Herren, dass Sie bereits mit ihm an der V1 zusammengearbeitet haben. Ja.
sein Motorrad. Scheint aber einer von uns zu sein. Das hat mir gerade noch gefehlt. Halt! 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 So ein Arschloch. Hier sind alle Einzelheiten. Sie werden alles finden, was Sie brauchen. Viel Vergnügen. Entschuldigen Sie mich bitte. Vielen Dank. Jäger, schauen Sie mal hier. Hier ist ein kleiner Schalter eingebaut. Das ist der Schalter für die Selbstzerstörungsanlage. Damit wird der ganze Zug innerhalb von 10 Sekunden vollständig zerstört. Geh mal in die Dunkelkammer, Oberst Brenner begrüßen. Ja, tun Sie das. Herr Oberst, Major Schäfer möchte Sie gern begrüßen. Darf er zu Ihnen reinkommen? Ja, lassen Sie ihn nur rein. Ich freue mich. Guten Tag, Schäfer. Herr Oberst, ich freue mich, Sie nach so langer Zeit wiederzusehen. Einen kleinen Moment noch, ich bin gleich fertig. Nein. Wer ist das denn? Nick! Was ist denn? Jäger und Bruckner sind in dem Zug. Sprengt. Sprengt die Brücke in die Luft. Bevor der Zug hier ist, beeilt euch! Ihr sollt euch beeilen! Springen, schnell! Wir müssen auf den Zug warten. Gib her! Halt! Anhalten! Was ist denn los? Warum brennt der? Halt! Halt doch stehen! Die Brücke ist in die Luft geflogen! Wir können nicht weiter! Besetzt die Fenster! Äußerste Vorsicht! Warum halten wir denn? Die Brücke ist gesprengt. Wir können nicht weiterfahren. Der Mittelteil der Brücke ist eingestürzt. Verdammt, nehmen Sie sofort Kontakt mit dem Hauptquartier auf. Wir müssen auf alle Fälle den Wagen mit den Sprengköpfen retten. Äußerste Vorsicht, Leute! Die Partisanen sind bestimmt noch in der Nähe. Sichern nach allen Seiten! Es gibt noch eine zweite Strecke, aber die ist nicht sicher. Sie geht zu nah an den amerikanischen Linien vorbei. Geben Sie dem Lokomotivführer Befehl, den Zug zurückzufahren. Aber nur bis zum Stellwerk. Ist alles in Ordnung, Herr General? Wo ist Brenner?
Er ist in der Dunkelkammer. Ich sehe gleich nach ihm. Kontakt mit Pontmousson auf. Meine Herren, hallo. Sie sehen hier auf dieser Karte unsere Position. Hallo. Hallo Pontmousson. Ihr Kommandowagen General T. Die Brücke ist gesprengt. Wir fahren zurück. Wie ist die Lage bei euch? Hier Pontmousson, verstanden. Berichten Sie General T. Die Strecke nach Pontmousson ist frei. Ihr könnt ohne Gefahr zurückkommen. Ich wiederhole. Die Lage hier ist absolut ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Ein Stück Schokolade? Allein, allein, Partisanen! Helfen Sie mir, die Verkleidung abzunehmen. Ich habe keine Ahnung, wie man mit sowas umgeht. Sie sollen die Schrauben lösen. Deserteure ihre Sache gemacht. Auf Wiedersehen. Schön langsam, Freunde. Bringt ihn hierher. Schön vorsichtig. Legt ihn auf den Boden. Bringt alle Verletzten hierher und sammelt die Waffen ein. Verdammt, das muss ja wohl nicht sein. Geht in Deckung, schnell!
Der verfluchte Zug ist voll mit Deutschen. Ab mit euch, geht in Deckung! Achtung, Partisanen! Alles an die Waffe! Los, verschwindet! Absitzen, Leute! Alles runter vom Zug! Los, das Gebäude! In die Deckung! Die Truppen aussperren nach rechts und links! Zielscheibe spielen! Verschwinde! Bevor sie dich abknallen! In Deckung! In Pommusson angekommen sein. Das stimmt ja genau. Was ist da los? Hände hoch! Tolly? Werf die Waffen weg. Habt ihr nicht gehört? Die Waffen weg! Wird's bald! Dreht euch mit dem Gesicht zur Wand! Bewegt euch! Alle! Nur eine Formalität, Herr General. Kümmer dich um diese Herren und vergiss nicht, dass es Offiziere sind. Ist das klar? Natürlich, ich kümmere mich um sie. Hey, du, mach die Tür auf. Du sollst die Tür aufmachen. Mach schon. Auf Wiedersehen. Los ist! Und seid vorsichtig! Geschafft. Scheiße. Wie lange brauchen Sie noch? Ich bin fast fertig. Verdammte Scheiße. Ich habe die Selbstzerstörungsanlage in Gang gesetzt. Mist, verdammter. Ich weiß nicht, wo die Kontaktleitung ist, um sie abzustellen. Wir fliegen gleich alle in die Luft. Wir sitzen in der Falle, Jäger. Hey, es hat aufgehört. Bleistift reingesteckt.
müssen gleich in Pont-Mousson sein können. Sehen Sie mal nach. Okay. Scheiße, es ist alles schief gegangen. Die Deutschen haben Pont-Mousson besetzt. Wir müssen dem Colonel Bescheid sagen, sonst laufen wir ihn. Captain, hat's dich erwischt? Mich erwischt keiner. Kannst du noch abspringen? Nach dir. Nein, ich habe hier noch was zu erledigen. Zu Befehl, Lieutenant. Wir sehen uns in der Schweiz wieder. Wir dürfen nicht nach Pont-Mousson zurück. Dort wimmelt es von Deutschen. Wir müssen verschwinden. Ich hab's geschafft. Ich hab's endlich geschafft. Ja, aber Sie haben es nicht allein geschafft. Ein Haufen von Deserteuren, Dieben und Mördern hat Ihnen dabei geholfen. Bringen Sie das Ding in Sicherheit. Ich bleibe hier und setze die Selbstzerstörungsanlage wieder in Gang. Der Auftrag ist erfüllt. Kommen Sie mit. Ja, aber wir sollten keine Spuren hinterlassen. Ich seile mich schon rechtzeitig ab. Wie Sie wollen. Auf Wiedersehen, Colonel. Ich heiße Tom. Wiedersehen, Tom. Beeil dich, Tom. Wir haben wenig Zeit.